Unsere Stromleitungen sind mehr als ein Netz. Sie sind die Lebensadern unserer modernen Gesellschaft. Mein Name ist Georg van de Braak. Ich bin Leiter der Abteilung für Leitsysteme und Netzanalysefunktionen und ich bin insgesamt seit 2005 dabei. Ich fange meistens zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr an und als erstes gehe ich durch die Büros und begrüße jeden Mitarbeiter per Handschlag. Mein Team stellt die Leitsysteme für den Betrieb des Stromnetzes bereit. Diese IT-Systeme stellen zu jeder Zeit den Zustand des Stromnetzes dar und ermöglichen auch die Steuerung von diesem Stromnetz. Dieses IT-System ermöglicht die Versorgung von 29 Millionen Menschen in Deutschland. Aufgrund der Energiewende werden unsere Systeme immer wichtiger, denn die erneuerbaren Energien speisen je nach Wetterlage an unterschiedlichen Orten in unterschiedlicher Intensität ein. Und dieses Verhalten prognostizieren wir eben mit Netzanalysefunktionen, um dann das Stromnetz entsprechend zu steuern. Von der Ausbildung her bin ich Mathematiker. Das wurde mir zum Ende des Studiums so ein bisschen theoretisch und trocken. Und so bin ich halt sehr froh, bei Ampro eine sehr spannende Aufgabe gefunden zu haben. Die Mitarbeiter in meinem Team sind mit Herzblut bei ihren Aufgaben dabei. Und das begeistert mich wirklich Tag für Tag. Jeder weiß, was seine spezielle Aufgabe für den Betrieb von unserem Stromnetz bedeutet. Ich finde es toll, dass man im Team eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten kann. Bei uns stehen die Türen grundsätzlich offen. Mir ist eine gute Feedbackkultur sehr wichtig. Auch privat ist es mir wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Das mache ich in meinem Sportverein, in einem Orga-Team. Hier ist mir meine Laufgruppe auch sehr wichtig.